Hallo Leute, was ist los? Hier ist Länderkiller und heute werde ich euch den Glitch, den Weird Gun Glitch nochmal zeigen, aber auf Deutsch, damit es auch meine deutschen Abonnenten wissen, wie es geht. Also heute mache ich es mal auf Deutsch. Also als erstes brauchst du den CTF-Mode von Call of Duty COD TV und dann musst du, du musst auf irgendeine Map sein, wo du nicht stirbst, wo du spawnst mit ISA. Und du brauchst Klassen, so wie die. Du brauchst eine Pistole, egal welche, mit einem Messer dabei. Aber keine andere Waffe darüber, nur eine Pistole. Und ist egal, was du Perks du hast. Du brauchst aber C4 unbedingt. Und du brauchst ein Kampfschild, aber du kannst einen Sniper darunter haben oder irgendeine Waffe, ist egal. Und nochmal, dann brauchst du, kannst auch, dann kannst du auch ein Ballistikmesser haben mit C4 auch dabei, aber keine Waffe darüber. Ja, und das zeige ich euch, wie es geht. Also ihr müsst mit ISA spawnen. Okay, dann spawn ich mal. Okay, dann versuch mich mal mit einem Ballistikmesser. Okay, ihr spawnt in, ihr fliegt runter. Wenn das passiert, dann klappt, dann ist es okay, dann ist es richtig gemacht. Okay, was ihr dann machen müsst, ist, also ihr müsst auf den Mod sein, den ich gerade bin. Also CTF mit 6 Teams. Okay, also das gibt's nur auf Call of Duty TV, okay. Was ihr machen wollt, ihr nehmt euer Ballistikmesser oder Kampfschild, egal was es ist mit einem Messer. Aber es muss mit anderem Messer. Es geht aber nicht mit normalem Messer, weil mit normalem Messer ist das ganze Spiel kaputt, glaube ich dann. Okay, was ihr machen wollt, ihr müsst eine C4 darauf schmeißen. Ihr wollt es messern, dann stirbt ihr. Ihr wartet, bis das Spawn steht, wechselt das Team zum Söldner oder Militär oder so, wie es mal heißt. Drückt ihr X, nehmt die Klasse, dann spawnt ihr. Dann müsste die Waffe so aussehen. Ja, und jetzt ist eure Waffe geglitscht halt. Und es gibt noch einen Glitch, wie man in dritter Person sein kann. Was ihr machen wollt, also ich habe es nur raus, ich habe es nicht gefunden, aber es kam irgendwie automatisch. Also ihr wollt euch selber töten, ist egal wie viele. Und dann wollt ihr euch selber töten. Und dann noch nicht spawnen, ihr geht auf Wechsel die Klasse, dann ihr müsst eine Sniper haben, ihr drückt X und Dreieck gleichzeitig. Nee, aber warte. Und dann spawnt ihr und dann seht ihr so aus wie ich. Ja, nun kommen wir zu einem anderen Glitch. Also wir gehen wieder zu ISA. Ja, wir haben drei Personen. Dann müssen wir das Spiel gleich wieder wenden. Aber erstmal zeige ich euch mal, was man hier machen kann. Wie alles aussieht. Ja, und jetzt zeige ich euch die anderen Waffen. Oder ihr könnt einen Freund beinjoinen, der diesen Mod hat. Man müsste ihn nicht selber finden, weil das muss CTF-Mod-Glitch sein oder CTF-Glitch. Okay, dann lege ich mal wieder los. Also alle die Maps, die gehen dafür, sind Frost, Studio, Detour, aber anderen weiß ich nicht. Also die Tour auf jeden Fall, weil die meisten haben nicht diese Maps, die haben meistens so Vengeance, also die Tour ist ganz gut, aber Studios am besten immer noch, weil das ist nicht so eine Riesenmap. Ja, und also ist egal, wo du es machst, Hauptsache du kannst es, das geht überall, also nicht auf jeder Map, aber bei jeden Plätzen, also man, ist egal, ob ich das da mache, bei der Wand jetzt rechts oder, aber ich mache am meisten bei der Wand, weil ich bin mir immer sicher, okay. Oh, falsch gespawnt. Okay, ich habe ein Schild jetzt. Okay,
Okay, was ihr jetzt machen wollt, ihr wollt das gleiche machen. Schmeißt eine C4. Messert es ab. Wechselt Team zu Militär oder ist sie Söldner, aber ich mache mal Militär. Und dann spawnt ihr und dann müsste euer Schild so aussehen. Aber ihr könnt nicht schießen, aber ihr könnt messern und das sieht voll geil aus. Und es ist voll geil, wenn man Leute trollen will. Aber es geht leider nicht auf online, weil du musst die ganze Team wechseln, das kannst du nicht online. Wie aus diesem Glitch wollt, das zeige ich euch jetzt. Ihr wollt einfach was werfen und dann seid ihr schon aus dem Glitch. Okay, jetzt zeige ich euch mal eine Piste. Tötet euch selber. Boom, Shakalaka. Spawnt rein. Werft die C4. Messert wieder. Wechselt das Team. Ja, es geht nach einer Zeit nicht mehr. Also was ihr noch könnt, zum Beispiel. Okay, jetzt machen wir den Glitch wieder. Mal gucken, wie es aussieht mit dem Schild. Der voll witzig. Ja, der dritte Person sieht voll hammer aus. Also ich bin nicht auf Kino-Lobby, weil das habt ihr ja gerade gesehen. Weil ich spiele gerade, guck. Ich drücke Knöpfe und ich bewege mich die ganze Zeit. Also es ist keine Kino-Lobby, weil ich drücke die ganze Zeit X. Und ja, das geht halt. Versucht selber aus. Dreieck. Dann wollt ihr das machen. Also ihr könnt euch da was hinnehmen. Ja, das war's mit dem Video. Guck, hier steht sogar Wechselklasse, also es ist keine Lobby. Also keine Kino-Lobby. Also hoffentlich hat euch der Glitch gefallen und ja, viel Spaß.